Das sind die Walliser Nachrichten auf Tele Oberwallis von diesem ersten Samstag im Monat September, zum 5. September. Und das sind die aktuellen Meldungen für euch zusammengefasst. Das Kraftwerk Matmark AG ladet zum Tag der offenen Tür ein. Das Weihgrillfest, das Fisperterbino, schaut viele Besucher an. Und das Kinderkulturfest, das Leigsteid unter dem Motto Indianer. Am Samstag haben die Kraftwerke Matmark AG zum Tag der offenen Tür eingeladen. Anlass für den besonderen Tag war das 50-Jahre-Jubiläum vom 1959 gegründeten Unternehmen. Die Besucher haben sich dabei über die Kommandozentrale und das unterirdische Kraftwerk Stahlo, über das Pumpwerk Zemeikro und die Stahlmühle Matmark informiert. Am Samstag war das Fisperterbino zum 16. Mal das Weihgrillfest. Vom Kaufplatz Fisch bis zum Wieler Oberstahlo sind die Leute über alte Füsse und Säumerwege gelaufen und an sechs verschiedenen Zwischenstopps hat man regionale Spezialitäten mit dem entsprechenden Wein serviert. Am Ziel im Wieler Oberstahlo war dann noch ein Dorffest mit weiteren kulinarischen Leckerbissen und Musik. Schon zum 11. Mal war das Leig der Kinderkultur-Tag. In diesem Jahr waren die Indianer das Thema. An verschiedenen Ständen hatten die Kinder die Möglichkeit, kreativ zu sein und sich entsprechend zu verkleiden oder auch zu schminken. Es hat auch Spiel gegeben und Verpflegungsstände mit familienfreundlichen Preisen. Motto dieses Anlass ist «Kreieren statt konsumieren», organisiert der Anlass verschiedene örtliche Vereine. Seit dem Jahr 1997 veranstaltet und die Gildekirche einen schweizweiten Risotto-Tag. Mit dem Erlös hilft man Personen, die an multiple Sklerose leiden. Auch am Samstag war in Fisch wieder der Risotto-Tag. Leute um Verantwortlichen, Ewald Michlik, ist wieder ein voller Erfolg und wird dann noch erwähnt, sicher auch das nächste Jahr wieder veranstaltet. Der Schweizerische Verband für Pferdesport hat am Samstag den Tag der Pferde. Das Ziel dieses Tages ist, das Ross in den Mittelpunkt zu stellen. Euch soll der Tag helfen, das Leben und die Welt des Ross den Menschen näher zu bringen. Der Reitsportverein Oberwallis hat den Tag genutzt und hat bald jeder im Reitsportzentrum Cavallo eine Patrouillenreit organisiert. Dabei haben die Reiterpaare auf einer Strecke verschiedene Aufgaben bekommen. Am Freitag hat man das Zermatt zum 5. Mal das Zermatt-Festival eröffnet. Dabei steht wieder die klassische Konzerte im Mittelpunkt. In diesem Jahr kommen neu als Rahmenprogramm auch Filme mit dem Thema «Die Schweiz als Einwanderungsland» gezeigt. Euch gibt es spezielle Konzerte für Kinder und euch eine kleine Ausstellung am Stellisee oberhalb Zermatt. Die Konzerte sind wieder an verschiedenen Standorten und der ganze Anlass geht bis zum 20. September. Die aktuellen Meldungen für diesen Samstag. Jetzt gehen wir rüber zum Wetter für die nächste Woche. Der Blick auf das Bietschor ist ungetrübt. Das Oberwalliser Wetter präsentiert Strahl und Sonnenschein. Überall im ganzen Oberwallis gibt es am Sonntag gutes Wetter, Sonne pur und Temperaturen im Talgrund bis zu 26 Grad. Das Leikerbad bis zu 20 Grad, im Saastal gibt es nur 13, das Zermatt und das Greco gibt es 18 Grad. Vom Sonntag bis am Mittwoch bleibt es dank einem kräftigen Hochdruckgebiet sehr sonnig. Am Mittwoch kommen möglicherweise ein paar Wolkenfelder, die mögen aber die Sonne nicht verdecken. Die Temperaturen steigen jeden Tag an und erreichen am Dienstag 28 Grad. Am Mittwoch gibt es dann wieder mehr Bewölkung, es bleibt aber recht sonnig, nur die Temperaturen gehen langsam aber sicher zurück. Das waren die Walliser Nachrichten auf Tele Oberwallis. Ich verabschiede mich von euch und wünsche euch ein schönes Wochenende.